Winter-Event 2018, Tagespreise und Eventgebäude in Forge of Empires. Bereits im ersten Winter-Event-Video hatte ich einiges zum neuen Hauptpreis, dem Winterturm, erzählt. Man bekommt ihn direkt zu Beginn der Questreihe für den Abschluss der 10. Quest als Stufe 1 Gebäude und kann ihn dann mit Upgrade-Kits immer wieder verbessern. 8 Upgrade-Kits bekommt man als Hauptpreis, 3 weitere als Meilensteine der Questreihe. Da das letzte Upgrade-Kit erst mit dem Abschluss der 71. Aufgabe am 2. Januar erhältlich sein wird, werden Spieler ohne Diamanteneinsatz ihren Turm erst dann auf Stufe 12 gebracht haben. Sollte jemand mit dem Gedanken spielen, sich einen zweiten Winterturm gönnen zu wollen, so sollte klar sein, dass dies etwa 21.000 Diamanten kosten wird. Ob es das wirklich wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Bislang gab es auf dem Beta-Server 16 verschiedene Tagespreise. Unter dem Video steht zur Orientierung die Reihenfolge der Tagespreise im Beta-Test. Erfahrungsgemäß weicht diese dann auf den Spielerwelten ab dem zweiten Tag ab. Es macht Sinn, bereits bei Beginn des Events eine Vorstellung zu entwickeln, welche Tagespreise interessant sind und mit dem Öffnen der Geschenke zu warten, bis der gewünschte Tagespreis dann auch verfügbar ist. Wer durch Diamanteneinsatz Schreine des Wissens erwerben möchte, hat am ersten Tag dazu wahrscheinlich Gelegenheit. Erfahrungsgemäß ist das Weihnachtsevent eine der kostengünstigsten Gelegenheiten, sich mit diesem Eventgebäude einzudecken. Wir alle wissen aus vielen vorherigen Videos, dass es vor allem vielen Schreinen des Wissens zu verdanken ist, weshalb sich die Spitzenspieler so viel schneller entwickelt haben. Übrigens gibt es den Schrein des Wissens nicht nur als Tagespreis, sondern zusätzlich auch einmal als Hauptpreis für einen vollständig leuchtenden Baum. Unverändert erfreut sich der Wunschbrunnen bei Spielern großer Beliebtheit, vor allem, weil er mit der kleinen Chance verbunden ist, 2 bis 3 Mal jährlich 50 Diamanten einsammeln zu können. Aber auch die gelieferten Güter werden nicht verachtet. Seit er mit dem Wunschbrunnen-Schrumpfkit verkleinert werden kann, ist seine Effizienz noch besser zu bewerten. Auch den Wunschbrunnen und ein Wunschbrunnen-Schrumpfkit bekommt man nicht nur als mögliche Tagespreise, sondern auch als Hauptpreis. Signalfeuer sind für viele Spieler unverzichtbarer Bestandteil der Stadtverteidigung. Außerdem kann man mit ihnen Lücken zwischen Gebäuden hervorragend ausnutzen, denn sie benötigen keine Straßenanbindung. Das Signalfeuer hat nun den Zusatz Stufe 1, bleibt in seinen Werten jedoch völlig unverändert. Es kann nun mit einem Signalfeuer-Upgrade-Kit auf Stufe 2 entwickelt werden und bietet dann auf derselben 1x1 Grundfläche noch zusätzlich 2% Stadtverteidigung, also insgesamt 6%. Das Agentenversteck kommt vor allem neuen Spielern sehr gelegen, die bislang noch keines haben. Aufgrund ihrer großen Bedeutung, insbesondere bei der Gildenexpedition, gehört mindestens ein Agentenversteck in jede Stadt eines kämpfenden Spielers. Das Agentenversteck Schrumpfkit reduziert seinen Platzbedarf nochmals um ein Drittel. Die Ruhmeshalle ist ein Gebäude, das vor allem die Gilde in ihrer Entwicklung voranbringt. Es ist ideal für Spieler hoher Zeitalter in sehr jungen Gilden, da sich dann die täglich gewonnene Gildenmacht am stärksten auswirkt und eine neu gegründete Gilde kräftig anschiebt. Wer also beispielsweise als Spieler der virtuellen Zukunft im Spiel alles erreicht hat und einmal eine neue Gilde gründen möchte, beispielsweise um neuen Spielern zu helfen, der kann mit einer oder mehreren Ruhmeshallen diese Neugründung sehr rasch in den Stufen aufsteigen lassen. Es gibt auch ein Upgrade für den Siegesturm, der dann mehr Medaillen liefert. An den angebotenen Schrumpfkits und Upgrade-Kits erkennt man deutlich, dass vor allem den Bedürfnissen der Spieler Rechnung getragen wird, die massive Platzprobleme haben und sich deshalb bereits über kleinste Schritte der Verbesserung freuen. Zwischendurch gibt es immer mal wieder das Plus-1-Kit,
das Renovierungskit oder das Massenselbsthilfekit als Tagespreis. Das Charming Cottage, auf Deutsch so viel wie charmantes Ferienhaus, ist ein Wohngebäude mit 4x3 Grundfläche, das nicht nur Bevölkerung und Münzen liefert, sondern auch noch täglich 6 Stück eines zufälligen Guts aus dem Zeitalter des Gebäudes. Der Schlittenbauer ist ein Produktionsgebäude, dessen Wert vor allem an seiner Eintagesproduktionsoption gemessen wird. 15 Güter aus dem Zeitalter des Gebäudes. Angesichts der 2x3 Grundfläche ein für Spieler höherer Zeitalter durchaus interessantes Gebäude. Die Weihnachtsmannwerkstatt ist ein bereits aus früheren Jahren bekanntes Eventgebäude. Es liefert etwas Bevölkerung, etwas Zufriedenheit und diverse Produktionsoptionen, zum Beispiel 10 Güter aus dem Zeitalter des Gebäudes. Aufgrund seiner doch sehr erheblichen 5x4 Grundfläche erfreut es sich bei den meisten Spielern keiner großen Beliebtheit. Schließlich gibt es noch das Winter-Deko-Auswahlkit. Hier kann man sich für eine dieser Dekorationen entscheiden. Festlicher Baum, Geschenketurm, Nussknacker, Rentierschlitten, Tor des Winters, Torstatue, Ost oder West. Besonders relativ frisch gegründete Städte wissen die vielen kleinen Preise aus den Geschenken sehr zu schätzen. Die Fortschpunkte, Medaillen, Militäreinheiten, Münzen und Vorräte bringen Neugründungen richtig voran. Während sie bei weit fortgeschrittenen Spielern eher einem Tropfen auf den heißen Stein vergleichbar sind. So hat jeder Spieler bei dem Event einen anderen Blickwinkel, aber es hilft uns allen sehr. Als nächstes folgt jetzt noch das Video zur Winter-Event-Questreihe.